Da sind wir auch schon wieder zurück bei Far Cry 4, Freunde. Ja, wir wollten ja heute mal schauen, was hier oben sich verbirgt. Wir werden sehen. Oh, ein Mann. Wir interagieren. Unten? Vor denen? Ja, ach so. Dieses Lächeln sagt alles. Gut gemacht, AJ. Wenn Kyrat endlich frei ist, kannst du das Rezept vielleicht publik machen. Ich habe gehört, Pagan-Soldaten hätten Kämpfer vom goldenen Pfad gefunden. Die Spritze-Mission beendet. Okay, ich hätte gedacht, da oben wäre jetzt ein Yeti. AJ, so eine Überraschung. Ja. Guten Tag. Ach, du bist gar kein Händler, oder? Ein paar Krieger schade. Des goldenen Pfads sind in Means Hände geraten. Eine Katastrophe. Ja. Schade, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir gegen den Yeti kämpfen müssen. Wir waren ja da oben, glaube ich. Alle reden da oben, glaube ich, waren wir. Soldaten, ein paar Anhänger des goldenen Pfads. Und wir interagieren mit einer L-Mission. Ah, okay. AJ, mein Kind. Jo. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Warum? Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels. Ja, meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Zahn. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Ja, als okay. Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, AJ! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ. Und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung. Paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt. Doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen. Und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Ja, können wir schon machen. Ja, können wir schon machen. Amen. Amen. Nun geh! Geh! Geh, AJ! Wir gehen ja schon! Bergpredigt. Und hier ist noch eine AK-47 und eine Magnum. Aber wo sind wir denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wie sind wir hier hochgekommen? Oder waren wir hier schon? Ich weiß es ja nicht. So. AJ, was geht ab? Nichts. Wir müssen mal wieder ins Himalaya, weil dort ein Helikopter irgendwie abgestürzt ist. Finde eine Sauerstoffmaske. Ja. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin, an was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Landung des Helis selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und schleich dich rein, Arbuda. Sind ja schon Einheiten? Ich weiß es nicht. Ja, das sind Einheiten. Dann kommt ein angelaufen. Die patrouillieren wohl. Mal wieder. Wir haben keine Wurfmesser. Das pisst mich ein bisschen an, weil die sind wirklich wichtig hier oben. Ich weiß ja nicht, wie viele Patrouillen hier sind. Hier ist noch eine... Das ist eine Einheit. So. Er ist tot. Yes, wir haben eine Sauerstoffmaske. Sehr schön. Den nehmen wir kurz mit, weil der andere den bestimmt gleich sieht. So, da. Den holen wir uns auch noch. Er kommt wieder raus.
Nein, ich sehe nicht. Und er wird schützen. Alter, hä? Hä? Wie haben die uns gerade durch das Zelt gesehen? Hä? Lol, wie haben die uns... Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin. An was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helios selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und schleich dich rein, Nacken. Wie er lacht, Alter. Das finde ich irgendwie geil. Was ist, wenn ich denen jetzt einen Headshot gebe? So? Fällt es jemanden auf? Nee, ich glaube nicht. Ganz ruhig, Kollege. So. Hä, aber wie haben die Feinde uns durch das Zelt gesehen? Erledigt. Wir haben noch ein bisschen Sauerstoff. Sehr gut. So. Hat sich doch gelohnt. Es ist weit weg von uns. Oh, wir haben hier keine Map. Schade. Also wir sehen hier wirklich nichts. Wir sind blind. Ich will hier... Und wir haben keine Spritzen. Objekttracker. Der Objekttracker wird im Suchgebiet automatisch ausgerüstet. Je näher du deinem Ziel kommst, desto schneller blinkt das Licht. Das Licht leuchtet permanent und färbt sich grün, wenn du den Tracker genau auf das Ziel richtest. Feine Hundis. Wollt ihr Stress? Was auch das Stress? So. Ja, gleich. Geht halt der Sauerstoff aus, aber da müssen wir gleich mal noch ein paar Leute finden von denen. Ich höre hier noch Wölfe, aber wo? Okay, hier ist keiner. Sauerstoff. Was soll das? Wo sind die Waffen? Nichts drin, was? Lokalisiere die Lieferung mit dem Tracker. Wer ist da jetzt am nähersten dran? Das kann ich wohl nicht sagen. Welche holen wir uns zuerst? Ich würde sagen, die da hinten. Ja, okay, wir müssen jetzt Feindgebiet. Schuss. Die krallen wir uns, weil die wollen jetzt dahinter, ich weiß es. Wie die Sau schon. Hui!
Halt die Schnauze. Oh, so. Erledigt. Okay, den sehe ich jetzt nicht so gut. Wir wissen nicht, ob da hinten Steine sind oder ob der sich hinter einer Felswand befindet. Wir brauchen unbedingt Sauerstoff. Ja, Sauerstoff. So, den haben wir auch. Schaffen wir. Yes! Okay, hier irgendwo. Scheiße, das ist ein Gegner. Ja, ich will doch mal für uns. Den brauchen wir sogar. Danke, aber jetzt muss ich auch drauf gehen. Mehr. Komm her, komm her. Mach's nicht schwerer als es ist. Na. Der da was, oder? Ja. So, haben wir das auch geschafft? Ach nee, der Typ ist es hier. Was war da drin? Na dann weiter geht's. Oh, scheiße, 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 die kriegen jetzt Heli-Unterstützung, weil dann kacke ich auch mal richtig. Wo ist der hin? Den hol ich mir! Na komm mal her, du! Weiter geht's. Sollen wir jetzt erst da hoch oder dahinter? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hinter. Sauerstoff reicht noch aus. Okay, es geht in eine Höhle, damit es ein bisschen wärmer, nur ein klein wenig. Sind hier Gegner? Oh. Da ist ein Bär. Schnucki, komm mal her, du. Durch den Stein noch mal das Messer gezogen. Okay, hier lang. Also hier irgendwo. Ah, hier. Sauerstoff, sehr gut. Das hört ja. Ist leer. Ja, natürlich ist sie leer. Das ist Far Cry 4, ist alles leer. Hoffentlich kommen wir gleich noch mal raus. So. Jo, sehr schön. Hier noch hoch. Und hier noch hoch. Dann hier eben hoch. Und hier. Und dann sind wir auch schon oben. So. Ja, ach, der Tracker reagiert. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst oder so. Aber müssten die Gegner das nicht hören? Wo ist es denn? Da lang. Alles klar. Los geht's. Uah! So.
klar. Da müssen wir, glaube ich, gleich runden. Liebes Viech. Auf geht's. So. So. Knife. Okay, der Typ hat sich hier noch ein bisschen hochgezwängt. Und liegt hier. Sehr schön. Das muss hier sein, aber... Wenn keine Waffen drin sind, warum schickt er mich her? Ja, natürlich. Wow! Weg, komm. Ey, wer, der greift den Sitz nochmal, Alter. So, erledigt. Wo müssen wir da jetzt genau hin? Ich heile mich nochmal kurz. Ah, geil. Feuer. Mach das bitte nicht zu Hause nach. Könnte ein bisschen wehtun. So, ein bisschen runter. Nein! Verdammt. So, nach unten. Oder sind wir auch schon? Sauerstoff, sehr gut. So, ich würde sagen, wir schnappen uns gleich mal hier so ein Schneemobil. Wir sind ja hier wieder. Natürlich, jetzt wollen die Wölfe, natürlich. Okay, die sind kein Problem. Hallo, Freunde. Auf gehen. Weg mit dir. Oh, Manu. Hat uns doch noch gekriegt, der Wolf. Aber wir lachen zuletzt. Oder wir schlitzen zuletzt, das kann auch sein. So. Ach, scheiß auf das Schneemobil, schnell weg hier. Fuck, wieso sind jetzt welche von denen hier wieder? Ihr seht mich gar nicht. Mich doch überhaupt nicht. Feiner Mann. So. Und hier. Bin ich. Drei Stück. Ein Auftrag für die Köder. Oh, die vier Stück sogar. Hier für euch. Geschenke von mir. Alle tot. Ihr Wein, jetzt willst du Leckerli, oder? Die Kugel zwischen die Augen, das ist ein Leckerli. Heutzutage zumindest. So. Nur, ich greife nur den Sauerstoff schnell von denen noch und jetzt geht's zurück. Hier kommt doch jetzt bestimmt gleich nochmal welche. Ich heile mich vorher nochmal. Oh, darum habe ich die Scheinwerfer gesehen. War nicht gut. Scheiße. Bleib ganz ruhig, das tut doch gar nicht weh. Zumindest sind's wir nicht. Hier. So, schnell zurück. Ja, ich weiß, wir müssen zu dem zurück. Ich weiß ja nicht mal, ob hier sonst noch jemand ist. Wisst ihr etwa, ob hier noch jemand ist? Ich glaub nicht. Nein! Sehr schön! Wollen wir das jetzt riskieren? Okay, der Eli zischt wieder ab. Das heißt, wir haben gute Karten. So. Oh, scheiße, nein. Da ist noch jemand. Ich hab's gesehen. Ach, hier.
Nein, böser Mensch, böser Mensch, böser, böser, böser Mensch. Schnell, kurz heilen. Hallo. So, schnell. Jetzt müssen wir aber wirklich weg. So, nochmal kurz alles voll hier. Mann, die Folge ist echt spannend. Ich find's echt gut. So, schnell zurück. Los. Los, los, los. Zurück, zurück, zurück. Boah, ich hab's gedacht, das ist ein Gegner. Ich komme. Ja, weg hier. Ich wollte einen Stammhalter, der mich im... Ja, ist mir egal, was du jetzt wolltest. Erstmal weg vom Himalaya. Zurück! Eine außerordentlich kleine Kiste. Wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, herein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Ja, das wissen fressen wir. Fressen oder gefressen werden. Das alte Sprichwort. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa? Business, E.G. Ein grausiges Geschäft. Was soll das sein? Diamanten oder was? Glaube ich nicht. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, E.J. Nun geh, sag's ihnen. Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Okay. Und ja, Freunde, die Bergpredigt wurde somit abgeschlossen. Und ich verabschiede mich damit mal wie... Was ist das denn? Was ist das denn? Soll ich Chinesen oder was? Auf jeden Fall verabschiede ich mich von dieser Folge. Die war ganz schön spannend, fand ich. Also ich fand's Bombe. Hoffentlich wird die nächste Folge wieder so spannend. Ciao.